Was geht ab, euch auf der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Da schauen wir uns wieder das wilde Leben auf X oder Twitter oder wie das heißt an. Und an erster Stelle steht hier Radfahrer. Das liegt daran, weil die ganzen Autofahrer sich über die Radfahrer beschwert haben. Und an zweiter Stelle haben wir, ohne Witz, Autofahrer, weil sich die ganzen Radfahrer sich über die Autofahrer beschwert haben. Okay, Joe, das ist der Radfahrer Teil 1, das ist der erste Teil. So. Ich will weiterfahren. Sie ist mit dem Fahrrad und sie will nicht weiterfahren. Wie soll ich denn weiterfahren jetzt? Ich komme einfach geradeaus. Ja, aber ich kann noch nicht, was sie genau da vorstellt. Was müssen wir? Sie fahren doch mit dem Fahrrad! Sie fahren doch mit dem Fahrrad! Ja. Es gibt gar kein Problem. Alles gut. Wir haben nicht so viel Zeit. Fahren wir einfach. Was geht denn ab, ey? Ja. Warum sind die Hindernisse? Dann stehen die Autos da falsch. Beschweren sich doch in der Stadt. Ja, wir sind total toll. Ja, gar nichts haben wir gemacht. Macht nichts, wir fahren da jetzt rüber. Die Dame will einfach nicht hören. Nee, weil es ist ja das Rad, es ist ein Fahrrad, der andere Fahrrad. Oh, wir müssen Führerschein abgeben. Haben Sie einen? Ich muss gar nichts. Nee, ich parke hier. Dann parken wir hier. Wenn Sie darauf, also wir sind zu zweit, sind allein. Ja, wollen wir auch gar nicht. Jetzt wollen wir hier parken. Sie versperren den Weg. Sie sind. Aber da kommt noch ein Fahrrad. Jetzt. Ah, ja. Der kann vorbei. Der schafft's. Der schafft's. Guck mal. Oh, aber hier, stell dir vor, der Radfahrer wäre kein völliger Idiot, den Schneepflug einfach mal vorbeilassen. Das ist danach so viel einfacher und sicherer, aber ich bin im Recht. Oh, wenn ich so sagen kann, ich da nicht mitreden, weil ich meinen Führerschein nicht, ja, wegen gesundheitlichen Problemen, ja, ja. Und da sagte der Arzt sogar, es geht nicht mehr. Was geht denn hier? Aber Radfahrer fahren alle bei Rot. Ja, da war eine Federung dran, aber ganz wenig nur. Das guckst auch wieder bei Rot. Ja, hat er das nicht gesehen, oder? Und warum sagte der Alex hier auch wieder bei Rot? Ja, wenn er selbst aus der Gegenrichtung kommt und da steht, Perspektivenwechsel, dann haben wir eine Abbiegeampel mit Pfeil. Und wenn die grün wird, muss die Abbiegespur halt zwingend rot haben. So funktioniert die Ampelschaltung. Aber funktioniert es auch, dass die Leute sich dran halten? Rot ist einer der auch. Aber meilenweit. An einem anderen Tag auch rot. Noch ein anderer Tag auch rot. Ja, der ist auch noch mal wieder. Nochmal rot. Wird durchgefahren. Rot. Das ist doch rot. Wieder rot. Rot. Ist rot. Rot. Überraschung, schon wieder rot. Also man könnte echt das Gefühl bekommen, die Leute fahren. Das geht ein Auto, Idioten. Aber Abfahrt von alle war rot. Oh, sind wir schon 4 Minuten bei Radfahrer. Wir scheinen mit dem Umstellen auf Autofahrer. Während ich wahrhaben möchte, dass der Bakurole von vorn bis hinten belogen wurde, versteht das auch bei der Klima-, Migration- und Kriegspolitik. Steht es auch nicht bei der. Verstehe ich nicht. Sarah Wagenknecht gegen eine Klimakleberin bei Markus Lanz. Wenn sie sich bei Habeck ankleben würden, dass er eine katastrophale Politik macht, dann finde ich das total gut. Aber der normale Autofahrer ist nicht der Verursacher des Klimawandels. Sie wollten ihr Kind irgendwo ab. Studien zeigen was anderes. Na, also. Das und wir sind wütend. Die Studien, und wir sind wütend. Die Studien zeigen was anderes. Na, also ehrlich gesagt, ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel zum Job mussten. Dann stecken sie in so einer Falle. Sie wollten ihr Kind irgendwo abholen. Sie wollten zum Arzt. Sie bestrafen auch die Falschen. Also wenn sie sich vom Kanzleramt ankleben, wenn sie sich bei Habeck ankleben, der also eine katastrophale Politik macht.
Verweisen Sie jetzt, Sie meinen jetzt im Heizungskeller oder was schlagen Sie da gerade vor? Meinetwegen auch im Heizungskeller, aber es geht auch direkt vom Ministerium. Ja. Nein, ich finde einfach, Sie haben die falschen Adressaten. Der normale Autofahrer, der muss einfach mit seinem Leben zurande kommen und der ist nicht der Verursacher des Klimawandels. Sag mal, was haben die Leute denn für Alternativen? Mhm. Also bei der Deutschen Bahn, so wie sie funktioniert, an vielen Strecken ist sie gar nicht vorhanden. Also ich wohne ja auf dem Dorf. Also wenn ich da den Leuten vorwerfe, dass sie Auto benutzen, dann zeigen die mir einen Vogel. Weil das sie könnte ja auch schon lange ganz anders sein. Das und wird immer wieder... Man könnte natürlich im Sinne gesagt, da guckst du dich am Bremsen, aber wenn man von einem Abbiegen auf der Fahrerumkehr nicht gesehen, wie es hier worden ist, toter Winkel, oder man hält sich wie ein Wahnsinniger und wird dann angefahren, nach Fahrer. Oh Mann, er hätte bremsen können, ne? Was ist denn das? Schönes Teil. How freaking cool is that? You've got all your stats here on the screens around the wheel and your lap time. This is the brand new Nissan Hyperforce. Check this out. Woo! So this will actually come in and out when you're cornering. Down here. Look how freaking cool this is. All right, open the door with this little triangle. Ready? Oh, look at this. Watch this. All blue. How freaking cool. Now down here, look. There's Sergi. It's a tunnel under your seats. These lights, check these out. You don't actually see the light. This is a deep tunnel with the light bar back here. Watch this. Oh man. Aber KI-Fahrer können das wahrscheinlich trotzdem noch nicht. Weil ja alle immer auf die Autofahrer stimmen. Das zeigt der Weitwinkel der Kamera nicht, wie knapp es sich im Auto anfühlte. Die Hupe war nicht in Ordnung gewesen, aber ich habe mich tatsächlich etwas erschrocken. In Berlin nehmen sich Autofahrer mal rein gar nichts. Ministerin erteilt Anzeige wegen Trecker-Demo vor ihrem Privathaus. Doppelmoral. Demonstrieren hart arbeitende Menschen, weil ihnen ihre Existenz genommen werden soll, werden sie von den Grünen angezeigt. Werden Autofahrer genötigt, kein Passwort blockiert, Sachbeschädigung Strafverfahren als Kreuzdemo-Protest deklariert, wird es von den Grünen gefeiert. Rat an allen deutschen Bauern, schaut nach Frankreich. Wo Häuser ziehen. Oh, hier, wo ist Frankreich? Die haben das richtig abgeladen. Kippengülle in Präfektur Château ab. Ja, die haben das in Frankreich gemacht, ne? Schau auf Frankreich. 15 Minuten an die Baufolge muss man auf sich aufmerksam gemacht. Sekt ohne Bildung und Gewissen. Ich kann auch erinnern von der politischen Schönheit, wo wir das Privathaus tagelang belagert haben und der war nicht in Regierungsverantwortung. Das war in Ordnung, wurde noch gefeiert. Jetzt kosten sie ihre eigene Medizin. Oh, ja, das ist toll. Okay, wir sind jetzt dabei, irgendwie, jetzt sind wir jetzt vom Autofahrer nach Bauern gekommen. Das ist FC. Oh. FC Köln, FC, unglaublich, Frank, Fußballclub, FC, oh.
Da heißt auch FC Union. FC. Ja, Tore schießen kann auch kein Spiel gewinnen, einfache Regel. Das ist ja mal ein Spieler, den man nie in der Bundesliga spielen darf, aber genau, außer gerade auf uns kann er nichts. Oh, da kann ich nicht mitreden, Leute, ich weiß nicht, worum es geht. Okay, wir schauen jetzt mal Bauern an. Heute wurde in und um Cuxhaven von Bauern bestreikt und auch hier wurden die Rettungsgassen immer eingehalten und Blockaden schnell geöffnet, sodass so der Rettungswagen mit einem durchkommt, was der Streik sich von den Klimaklärungen auch stark unterscheidet. Na, die machen Platz. Die machen Platz. Das dürfen sie doch gar nicht. Oh, muss dann im Weg stehen bleiben. Muss sich festkleben, Reifen ankleben lassen, damit der Rettungswagen gar nicht durchkommt. Oh, die machen es falsch. So, stopp den Wahnsinn. Ampel. Was ist das hier? SPD. Egal ob Bauern, Pflegekräfte oder andere Leistungsträger der Gesellschaft, wir werden immer mehr. 31% CDU immer noch. Unglaublich. Also respektiert seine Bauern. Das macht irgendwie Lust auf Landwirtschaftssimulator. Das sollte auch ein neues Mod geben für den Landwirtschaftssimulator. Gescheitert. Es wird keine Steuerbegünstigungen für Agrardiesel geben und die Erhebung der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge bleibt auch bestehen. Die Bundesregierung will dadurch 920 Millionen Euro einnehmen. Statt unsere Kohle für Entwicklungshilfe irgendwo in der Welt rauszuballern, könnte man sie auch mal im eigenen Land lassen, denn wir haben hier in nicht wenigen Teilen schon einen Status erreicht, wo wir Entwicklungshilfe bräuchten. Auf dem Bauernprotest wurde aber auch schon angekündigt, sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, wird es ab dem 8. Januar weitergehen und zwar so richtig. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin!
Die Bauern haben jedenfalls die Schnauze gestrichen voll, sollten sich dann noch Speditionen und Privatleute anschließen und der Protest auf komplett Deutschland ausweiten, wird's dann nochmal so richtig spannend. Man hat uns herausgefordert und wir stellen uns dem. Und wir sind lange nicht am Ende. Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin. Oh. Oh, okay. Habt ihr mich gehört? Ich glaube, da irgendwie ist der Ton ausgefallen, aus irgendeinem Grund für einen kurzen Moment. Ich habe das Mikrofon wieder eingesteckt, jetzt geht's wieder. Und die AfD wird sich freuen, wie immer. Also finden wird ein paar Mauern, die da Mist vorkommen, finden wird ein paar Mauern. Okay, das sind liebe Bauern, die wir dann für die Begrüße unten, also nicht zum Bauernopfer der Politik machen. Besser über heute in der vielen Erfolg in Berlin. Das ist in Frankreich passiert, die haben anscheinend was ähnliches Problem. In Berlin nach mal unser Abbild des Grauens zeigen, was wir von den Steuerungen ab 2024 halten. Oh. Okay, das ist vom 18. Dezember schon 2 Tage alt. Also das mit dem Bauen ist dann ja auch schon ein paar Tage alt. Aber anscheinend. Es geht wieder ab in Deutschland, ey. Boah, naja, was zu erwarten, ne? So, was gibt's noch hier? Vorfahrt klicken wir noch an. Um seinen neuen Kanzlerpalast zu bauen. Putlaus wird das bauen, das in das Kriegsgebiet schicken hat, dort Vorfahrt in den Brücken. Und dann halt die berühmte Arschkarte zeigen, das ist das wahre Gesicht von Mr. Cum-Ex. Kapiere ich nicht. Nee, ich muss aufhören. Das ist genug Twitter fürs Erste. Klar, Probleme gab es bei der Aufnahme. Ich glaube, das habe ich jetzt behoben. Ich weiß nicht, was fehlt, aber dafür Entschuldigung. Aber naja, erstmal danke fürs Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Ist immer Daumen hoch für euch fürs Zuhören. Tschüss, Leute. Schau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.